Hallo Leute, grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch nach dieser sehr, sehr langen Pause. Ja, ich denke mal, über die Gründe der langen Pause brauche ich mich nicht besonders lang da ausbreiten. Seit Mitte März, glaube ich, wissen wir alle, was da los war und immer noch anhält und immer noch aktuell ist und eventuell wieder akuter werden könnte, sagen wir mal so. Und das hat natürlich die ganze Branche sehr in, also nicht nur diese Branche, also durchweg die ganze Wirtschaft recht in Mitleidenschaft gezogen. Die weiteren Auswirkungen sind noch gar nicht absehbar. Das wird uns, denke ich einmal, meine persönliche Meinung, noch eine sehr lange Zeit beschäftigen, das Thema. Nun denn, ihr habt es ja eh schon im Eingangs gesehen, es geht um Gleitschirmmäh. Ja, zwar um ein und dasselbe Modell, und zwar unser Gleitschirm Gravity. Ja, der ein oder andere unter euch vielleicht wird es schon mitbekommen haben. Es gibt da eine quasi neue Marke, zumindest auf dem europäischen Markt. In den USA sind sie schon etwas länger tätig, und zwar eher im Motorschirmbereich. Und es stecken auch ein paar bekannte Köpfe dahinter. Vor allem auch wieder die Leute unter euch, die schon ein bisschen länger und intensiver da in der Szene tätig sind oder unterwegs sind, werden diese Namen kennen. Deswegen kann ich nur empfehlen, schaut einmal auf die Homepage von Gravity vorbei. Ist dann unten im Text natürlich wie immer verlinkt. Und ja, und die dachten sich halt, ja, die Amerikaner sind halt mehr die Gleitschirm, Motor, Drachen, Flieger, die sind ein bisschen mehr Petrolheads, wenn man so sagen will, die Amerikaner. Man, weiter Klischee, ich weiß. Aber dann haben sie halt ein bisschen nach Europa geschielt, quasi zum Mutterland des Paragleitens, und dachten sich jetzt, das Know-how haben wir ja, machen wir halt unter Anführungsstrichen normale Paragleiter und vielleicht reißen wir was auf dem europäischen Markt. Ja, und da hat quasi die, nicht Parashop selber, klar vertreiben die Gravity, das ist eine andere Firma, die nahe am Parashop steht, die einen Europavertrieb übernommen. Ja, und dadurch, dass ich auch unter anderem zu Parashop, danke, einen recht guten Draht habe, liebe Grüße an euch und natürlich vorweg vielen, vielen Dank für das Level. Ich habe schon das zweite und schön, dass ich das noch, obwohl es jetzt schon eigentlich Ende Oktober ist, wo ich das Video da aufnehme, noch in der Sonne schön sitzen kann, weil die Tage vorher im Herbst waren alles andere wie toll, regnerisch, Nebel, kalt und heute haben wir so einen tollen Herbsttag, einen wirklich goldenen Herbst, also so Altweibersommer. Morgen eh schon wieder vorbei, morgen ist wieder Regen, kalt und weiß Gott, was alles andere angesagt. Nun denn, liebe Grüße nach Kössen. Vielen Dank. Nun gut, wieder zurück zu den Schirmen. Und zwar hatte ich dann die Möglichkeit, das Topmodell, das derzeitige Topmodell der Range, fliegen zu dürfen. Was ich mitbekommen habe, glaube ich, ist sogar ein C-Schirm in der Pipeline, was ich mitbekommen habe. So am Rande. Zurzeit ein High-B-Schirm, und zwar der X-Rocket. Und da hatte ich die Möglichkeit, ganz was Neues, zwei Größen mal fliegen zu können. Und zwar zuerst, das war im Spätsommer, die Größe L. Und da möchte ich mal ein bisschen spoilern. Bei der L-Größe war ich mit meinem Abfluggewicht sehr weit unten. Also nicht sehr viel drüber, über den untersten angegebenen Abfluggewicht. Und da hatte ich, naja, habe ich gedacht, thermisch war es da noch ganz schön. Ich bin gespannt, wie mir dann mit den fliegenden Zirkuszelt, bitte ist übertrieben, Scherz bitte, wie wir da tun werden mit der geringeren Flächenbelastung. Naja, da gab es eine Überraschung. Dazu später im Video. Dann im Herbst hatte ich die Möglichkeit, die M-Größe zum Fliegen. Da war ich wiederum mit dem Gewicht am oberen Gewichtsbereich, nicht drüber und nicht genau, ein bisschen drunter. Eigentlich nach meinem persönlichen Geschmack fliege ich die Schirme eh lieber ganz oben. War zwar leider Gottes vom Wetter halt nicht mehr so, kaum Thermik mehr, keine Thermik mehr, wie ich schon jetzt auch da sagte, hat das Wetter überhaupt nicht so wirklich toll mitgespielt, konnte leider noch einen Flug machen, aber dennoch, der eine Flug war doch
sehr interessant und gab es einige Haarmomente. Und diese beiden Größen, obwohl die dasselbe Marke, selbe Type, ja, da möchte ich dann einiges da im Video dazu sagen. Und es ist recht spannend. Ja, schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Ich denke, ihr könnt für den einen oder anderen sehr interessant sein. Probefliegen auf alle Fälle interessant. Werde ich noch da im Video eingehen, für wem der Schirm da sich zum Ansehen interessant sein könnte. Ja, hören wir auf zum Palabern. Schauen wir sich mal die Schirme an. Bis dann, viel Spaß. Jo, und da liegt er schon, der Gravity X Rocket in seiner vollen Pracht. Das Design von Gravity ist, ja, ich möchte sagen, vielleicht sogar schlicht, aber schön, gefällig. Mir gefällt's und ich hatte es auch schon von anderen Leuten gehört, denen der Schirm aufgefallen ist und die diesen auch als sehr schön empfanden. Ja, viele Zellen hat der X-Rocket, genau genommen 61, und das unterstreicht den Leistungswillen ganz deutlich. Dazu gehört selbstredend auch eine aufwendig gestaltete Eintrittskante. Auf diesem Bild schön zu sehen ist die leicht, ja, ich würde sagen persönlich, leicht ausgeprägte Sharknose. Ja, der X-Rocket ist auch ein Stäbchenschirm, aber keine Angst, er ist bei weitem nicht durchgelattet. Diese Stäbchenversteifungen betreffen hauptsächlich die Eintrittskante und reichen nicht weit in die Schirmkappe hinein. So kann man, wenn man möchte, den Schirm auch auf althergebrachte Weise zusammenpacken. Nur wild komprimieren sollte man ihn da nicht. Die Leistungsorientierung hört auch nicht an der Schirmhinterkante auf. Wie man hier schön sieht, der X-Rocket hat auch an der Schirmhinterkante Mini-Rips. Das versteift diese und verbessert natürlich auch das Steuerverhalten. Das Innenleben des X-Rocket ist auch sehenswert, denn sehr aufwendig gestaltet. Nun zum Leinen- und Tragegurten-Layout. Dieses ist erstaunlicherweise recht konservativ gehalten. Für einen leistungsorientierten Schirm in der High-B-Klasse ist es heutzutage schon eine Ausnahme, dass alle Leinen farblich kodiert ummantelt sind. Unummantelte Zwirnsfäden findet man bei diesen Flügeln nicht. Außerdem, der X-Rocket ist auch klassisch als Vierliner konstruiert. Dies alles würde ich aber nicht unbedingt als Nachteil sehen, eher sogar im Gegenteil, denn die ummantelten Linern, die nicht ganz so dünn sind und dass der Schirm auch ein Vierliner-Konzept hat, das trägt alles zur Haltbarkeit des Schirmes bei, vor allem bei hochalpinen, nicht so ganz so tollen Startplätzen. Was die Tragegurte anbelangt, ja, da kann man keinesfalls von konservativ sprechen. Diese sind sehr aufwendig konstruiert. Man sieht hier sehr schön die C-Handles, also die Griffe an dem C-Tragegurt. Und was hier auch zu bemerken ist, was auch nicht selbstverständlich ist, die Bremsgriffe lassen sich in der Größe verstellen. Das finde ich eine ganz feine Sache. Noch ein Wort zu den C-Handles. Man sieht es hier am Bild sehr schön, der Tragegurt ist so ausgelegt, dass man beim Speeden, also beim beschleunigten Fliegen, sehr ähnlich eines Zweiliners schön auskorrigieren kann. Das macht auf alle Fälle Sinn und ist immer öfters auch in der B-Klasse, besser gesagt in der High-B-Klasse zu sehen. Hier noch das Typenschild des X-Rocket in der Größe L, den ich ja hauptsächlich geflogen bin, auch die meisten Flüge absolvieren konnte. Ich habe den Schirm belastet mit einem Abfluggewicht von 108 Kilo. Der L geht von 105 bis 125 Kilo, war also recht spannend. Ja, noch was zum Schirmgewicht. Der X-Rocket in Größe L wiegt 5,2 Kilogramm und ist so quasi in einer Semi-Light-Bauweise, ja, wie eigentlich alle Gleitschirme mittlerweile gebaut werden, konstruiert. Und wer es noch leichter möchte, gibt es mittlerweile den X-Rocket in Super-Light. Zwar nur die Größen
zurzeit nehme ich einmal an, XS und S. Der Superlight ist dann 1 Kilogramm leichter wie der vergleichbare X-Rocket in unter Anführungsstrichlein normal. Jetzt einmal genug über Styling, was ja bekanntlich Geschmackssache ist, und technischen Daten. Ich kann mir mal gut vorstellen, euch interessiert ja mal in erster Linie, wie sich so der Flügel in seinem Element der Luft verhält. Ja, und da muss ich aber noch dazu sagen, das, was ich jetzt zu diesem Flug sage, betrifft einmal die Größe L. Den M bin ich ja auch geflogen, da gibt es dann schon ein paar Unterschiede und dazu später. Also jetzt zuerst einmal alles, was die Größe L betrifft. Fangen wir gleich einmal an mit den Startvorbereitungen. Ein wenig aufmerksam sollte man sein bezüglich des Tragegurtes, denn wie ich ja auch schon hier gesagt habe, der ist doch recht aufwendig konstruiert und da gibt es ein paar Möglichkeiten, wo sich Leinen verhängen können. Da sollte man dann nicht so schlampig sein. Aber wiederum, da helfen einem die doch nicht ganz so dünnen, farbekodierten und ummantelten Leinen sehr. Da behält man dann sehr schön den Überblick. Sieht man hier auf den Bildern ja ganz gut. Bei diesem Flug ziehe ich den X-Rocket verkehrt auf. Das ist überhaupt kein Problem, das sieht man wunderschön, der Schirm steigt ganz toll, hat keine Überschießtendenz und man hebt sehr, sehr schnell ab. Bei anderen Flügen konnte ich den Schirm auch normal vorwärts aufziehen, da gab es selbstredend auch keine Probleme. Steigt wunderschön, lässt sich korrigieren, alles paletti. Was mich gleich überrascht hat, dass der X-Rocket L trotz geringer Flächenbelastung ganz schön flott weggezogen ist. Ja, der scheint ganz schön flott zu sein. Also merklich langsamer als dieser UP-Gleitschirm bin ich nicht. Ich habe sogar bremsen müssen, dass ich hinten vorbeikomme. Und ganz neugierig war ich jetzt auch bezüglich Kurvenhandling mit dieser geringen Flächenbelastung der Größe L. Ja, und da hat er mich auch überrascht. Also ist ganz okay, natürlich schlägt er keine Haken, aber das passt wirklich gut. Uiuiuiui, das schaut überhaupt nicht gut aus. Da ist mehr Saufen als ein bisschen Steigen dabei. Na ja, schauen wir mal, wie sich da weiterhin der X-Rocket in der Größe L verhält. Wie heißt es so schön? Aufgegeben wird ein Brief. Ha, die Hoffnung wird belohnt. Es beißt an, die Thermik geht hier los. Eine Ablöse, schnell eingekreist. Ja, kreisen noch nicht. So gut kenne ich den Schirm noch nicht, da muss man aufpassen. Aber dennoch, Handling ist ganz gut und es geht aufwärts, wie man hier sieht. Ja, und gar nicht einmal so schlecht. Der Schirm beißt an. Naja, ich habe hier auch eine große Fläche. Aber dennoch, Handling passt, Steigen passt, es geht rauf. Der X-Rocket steigt echt gut. Bald bin ich über die Kante drüber und das Handling ist, ja, das passt immer noch ganz gut. Aber was auffällt, er ist eher ein Flachdreher. Aber Achtung, dies könnte der geringen Flächenbelastung geschuldet sein. Nicht vergessen, ich fliege hier den L an der unteren Grenze. Ja, aber trotzdem, er steigt phänomenal. Höhe haben wir mal gemacht, jetzt schauen wir, wie der X-Rocket in bewegter thermischer Luft gleitet und das auch noch bei Gegenwind. Ziel ist wie so oft die 4 Kilometer weit entfernten Vorberge vor der hohen Wand. Und da ist er schon wieder, der Absaufalarm im Kopf. Ja, die Thermik hier draußen ist halt deutlich schwächer und windzerrissener und da kommt es halt schon drauf an, wie gut ein Gleitschirm so steigt und die Thermik auch mitnimmt. Aber das schaut ja mal gar nicht so schlecht aus. Ja, hier macht sich wohl die Fläche bemerkbar und die geringere Flächenbelastung. Denn der Schirm nimmt es echt gut mit. Ich mache Meter für Meter, langsam aber doch.
Was ich noch nicht erwähnt habe, was aber auf alle Fälle ein sehr erwähnenswerter Punkt für den X-Rocket ist, der Schirm ist stoisch ruhig, obwohl die Luft alles andere als eben ruhig ist. Ich hatte vor diesem Flug noch einen anderen, da war die Luft deutlich turbulenter, viel thermischer, ja, und da hat sich auch schon gezeigt, dass der X-Rocket unglaublich stabil und ruhig ist. So komfortabel bin ich schon lange nicht mehr geflogen. Ja, ein Aber gibt es diesbezüglich aber dennoch. Und zwar, der X-Rocket gibt sehr, sehr wenig Rückmeldung über die Tragegurte oder über die Bremsen, was sich so in der Luft um einen so abspielt. Das war ein weiterer großer Überraschungspunkt, wenn man die geringe Flächenbelastung berücksichtigt. Angst vor einem total überraschten Klapper, den man vorher nicht merkt, braucht man aber nicht haben. Also das merkt man dann schon, wenn's wirklich was um einen herum sich tut. Und dabei bleibt der Schirm extrem stabil. Also da tut sich gar nichts. Ja, dazu, zu diesem Thema, später noch etwas mehr in diesem Video. Lasst euch überraschen. Mittlerweile habe ich ja wieder mal ordentlich Meter gemacht. Und wohin geht's? Natürlich zu den Vorbergen. Ich hoffe, dass ich dort wieder thermischen Anschluss finde. Ja, war wohl leider nichts, denn da geht's nur ein bisschen auf und ab. Denn die Thermik, was da vom Stein fällt, ein Teil des Wiener Beckens raufkommt, ist ziemlich windzerrissen. Da tut sie nichts. Noch ein wenig was übers Handling, denn das hat mit dem Thema zu tun. Man sieht es hier an den Bildern vielleicht, ich habe die Arme bzw. Hände recht weit unten, denn die Bremsleinen sind relativ lange eingestellt. Dies ist zwar bei langen Flügen sehr angenehm, da man die Hände nicht so weit oben hat, aber beim Landen und beim Starten muss man da ein bisschen Rücksicht darauf nehmen. Auf das Kurvenhandling an sich hat das keinen großen Einfluss. Ein paar Worte zur Gleitleistung des X-Rocket. Und da braucht es sich vor seinen Mitbewerbern nicht zu verstecken. Die ist wirklich gut. Und das, obwohl ich den Schirm, wie gesagt, sehr gering belastet habe. Bei längeren Gegenwindkursen einfach ins Gas reinsteigen und schon macht man die geringe Flächenbelastung auf alle Fälle wett. Der Beschleuniger ist recht effektiv, das funktioniert gut, aber relativ streng zum Treten. Ein großes C-Gaspedal hat der X-Rocket definitiv nicht. Aber dank des ausgeklügelten Tragegurtsystems und den C-Handles kann man ruhig schon einmal im Gas drinnen stehen bleiben und mittels den hinteren Tragegurten eben den Schirm auskorrigieren und stabilisieren. Und das funktioniert wiederum ausgesprochen gut. So ist der X-Rocket wirklich sehr gut geeignet für Streckenflüge und vor allem für angehende Streckenflugpiloten. Denn wie ich ja in diesem Video schon sagte, der X-Rocket ist extrem komfortabel und lässt sich über viele Stunden sehr stressfrei fliegen. Also alles gut für lange Streckenflüge. Apropos stressfrei. Ja, wie man ja sieht, ich bin gerade hier am Kämpfen runterzukommen. Über den Landeplatz ist es ganz schön thermisch. Und dann... Jo, da hat mich eine Ablöse ganz schön erwischt. Ja, die Ecke hier in der Neuen Welt, eben das Tal vor der Hohen Wand nennt sich Neue Welt. Dieser Bereich hier ist, man sieht es hier im Video nicht, abschüssig, also eigentlich ein stetiger Hang, der heruntergeht und mit einem Gefälle eben. Und die ganze Menge hier trockene, abgeerdete, nackte Felder, da gibt es halt schon einmal ordentliche Ablösen und da kann das Landen schon mal hier recht sportlich werden. Das ist mir nicht unbekannt. Ja, aber dennoch, der X-Rocket hat sich hier sehr, sehr brav verhalten und man hat schon vorher gemerkt, eben, dass hier ganz schön turbulent ist und ja, stützen konnte man schnell, das war überhaupt kein Problem. Und
nichts ist passiert. Also vom Fluggefühl her, vom Ganzen, würde ich sagen, der X-Rocket vom Gefühl her rein ist eher ein Mit-B-Schirm. Aber wer weiß, da kann man sich ja dann vielleicht noch täuschen. Ja, und hier geht's zur Landung, man sieht's ja eindeutig. Dazu gibt's eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Nur, wie ich auch hier schon erwähnte, muss man ein bisschen aufpassen. Die Bremsen sind recht lang eingestellt. Hier bei den doch stärkeren Wind ist es überhaupt kein Problem. Aber bei Nullwindlandungen zahlt sich vielleicht aus, vorher zumindest einen halben Schlag bei der Bremse zu machen, dass man ein bisschen mehr Bremsweg hat, dass man den Schirm wirklich schön stoppen kann. Oder man macht die Bremsen einfach ein bisschen kürzer. Das ist sicher auch kein Problem. Nach der Landung gehe ich mit dem Schirm gerne, ja, kann man sagen, spazieren. Ja, man sieht es hier sehr recht schön. Ich habe die Hände hier oft sehr weit unten, eben die langen Bremsen. Aber dennoch, der Schirm lässt sich ausgesprochen gut korrigieren, oben halten. Ja, das spricht für ein sehr gutes Start- und auch Landehandling. Ja, top, gut gemacht. Nicht schlecht, der Schirm. Anderer Tag, anderer Flug. Hier ein Vorwärtsstart mit dem X-Rocket Größe L. Ja, man hat schon gesehen, lässt sich unheimlich gut auskorrigieren, auch wenn der Schirm schon sehr schräg ist. Ja, Vorwärtsstart klappt auch ausgesprochen gut. Kurz zu diesem Flug. Ja, an dem Tag war es sehr schwach thermisch, ganz schwacher Wind, also eine richtige Kratzerei auf Baumwipfelhöhe. Ja, der X-Rocket hat sich da sehr gut geschlagen. Nun zur Größe M des X-Rocket. Ja, leider habe ich dazu keine Videobilder, denn ich hatte nur die Möglichkeit, einen einzigen Flug damit zu machen. Nachher hat das Wetter so derartig umgeschlagen, es war dann nichts mehr möglich mit dem Schirm zu machen und der Schirm musste dann natürlich irgendwann einmal auch wieder retour. Jo, die Flugbedingungen mit dem X-Rocket M, die waren sehr, sehr spannend. Es war punkto Wind recht grenzwertig, denn der war sehr stark, also so um die 25 km/h und sehr südlastig. Das heißt, wer die hohe Wand kennt, weiß, dass das alles Sachen sind, die das nicht gerade leicht machen. Bei der Größe M bin ich den Schirm ganz oben geflogen und zwar mit 108 Kilogramm. Der M geht bis 110 Kilogramm maximal Abfluggewicht. Da auch beim M die Bremsen recht lang eingestellt waren, war das Starten ein bisschen eine Challenge. Die Größe M ist deutlich dynamischer wie die L-Größe und so war beim Rückwärtsstart der Schirm sehr flott oben und schnell auch vor einem. Da waren die langen Bremsleinen schon sehr nachteilig. Was man aber vielleicht bemerken sollte, gut, die Startbedingungen waren alles andere als einfach. In der Luft aber dann hat der X-Rocket in der Größe M überzeugt, auch mit hoher Flächenbelastung. Erwartungsgemäß war dann der M natürlich ein bisschen flotter, was bei den Flugbedingungen bei diesem Flug natürlich von Vorteil war und ein bisschen wendiger, agiler, ja, dynamischer, ja, die höhere Flächenbelastung eben. Es war bei dem Flug auch ein wenig thermisch und so konnte ich sehen, dass auch die M-Größe mit hoher Flächenbelastung dennoch ganz gut gestiegen ist, also das passt. Ein paar Worte noch zum Landen. Da ist bei der M-Größe natürlich die langen Bremsleinen ein bisschen zum Verhängnis geworden, denn ich hatte einen leichten Rückenwind, der Schirm natürlich etwas flotter. Ja, da haben wir dann die Armlängen nicht mehr ganz gerecht. Also ein Tipp beim Landen, zumindest einmal die Bremsen wickeln. Da müsst ihr passen. Ja, und was auch beim M natürlich aufgefallen ist, die stoische Ruhe, stabil, ruhig, sehr komfortabel in der Luft.
Ich persönlich denke mal, dass da im X-Rocket sehr viele Motorgleitschirme Gene drinnen sind, weil die wollen es auch möglichst ruhig in der Luft haben. Am allermeisten hat mich der X-Rocket damit überrascht, dass er bei der Größe L mit der sehr geringen Flächenbelastung auch noch so gut in der Luft unterwegs war. Das hätte ich mir nie gedacht. So denke ich mir persönlich, dass man den X-Rocket nicht unbedingt sehr hoch belasten muss. Ich denke mal, so in der Mitte herum von der Gewichtsangabe dürfte man ganz gut aufgehoben sein. Dann bleibt noch die Frage, für welche Pilotengruppe ist der X-Rocket denn zu empfehlen? Für Anfänger und Einsteiger natürlich nicht. Da sagt der Gravity selber, es ist ein High-B-Gleitschirm. Aber für A-Schirmpiloten, die schon etwas versierter sind und Streckenflugambitionen hegen, ja, die sollten vielleicht einmal den X-Rocket probefliegen und sich genauer ansehen. Dafür könnte der Schirm da eben sehr gemütlich und komfortabel und gedämpft und ruhig. Für diese könnte der X-Rocket eben spannend sein. Die Flugleistungen und Thermikeigenschaften des X-Rocket passen da ganz gut. Wirklich netter Schirm, gefällt mir, macht Spaß, sehr gut gemacht, Gravity Paragliders, super. Ah, ist das schön, herrlich, wie im Spätsommer, obwohl schon fast der Oktober vorbei ist, also wo ich da das Video aufnehme, man kann im T-Shirt sitzen, die Sonne, fliegbar ist auch, obwohl noch Abgleiter drinnen sind, aber herrlicher Tag, muss man genießen. Deswegen sitze ich immer noch da auf dem Parkplatz und genieße das. Nun ja, das war schon mit dem Video. Hoffe, ihr habt es auch so spannend gefunden, dass man zwei, also von derselben Type, derselben Marke, zwei Gleitschirme größer vergleichen kann. Wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil M ganz oben, ganz unten belastet und L ganz oben und ganz unten belastet, natürlich, da gibt es dann schon auch Unterschiede. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen, um es so schön zu sagen. Also es ist zwar interessant, das zu sehen, ja, aber es ist doch dann ein bisschen was anders. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Vielleicht gibt es da wem unter euch, der den Schirm schon geflogen ist, in der M- oder der L-Größe, eben anders, mit einer anderen Flächenbelastung, was ihr zu den Schirmen sagt. Das würde mich sehr interessieren, eure Erfahrungen, weil ich da doch da ziemliche Unterschiede gesehen habe vom Flugverhalten und vom Fliegen her, vom M eben ganz oben belastet und zum L ganz unten belastet. Und ich habe das eh im Video mitbekommen. Also der L hat mich, obwohl ganz unten, also eigentlich nahezu ganz unten, hat mich sehr, sehr überrascht. Also muss sagen, wow, Hut ab. Also hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Ja. Sehr interessanter Schirm und da hatte ich ein paar sehr interessante Flüge mit dem Schirm. Also muss sagen, war geil, um es einmal so auszudrücken. Also da bin ich gespannt, was da noch kommt. Die haben ja auch dann noch einen mit Low B Gleitschirm im Portfolio. Werden wir schauen, damit ich auch dann gerne mal fliegen. Wie ich auch schon, denke ich, gesagt habe, es ist, soweit ich mitbekommen habe, sogar auch ein C-Schirm in der Pipeline. Schauen wir mal. Der wäre dann sicher für nächstes Jahr interessant, den auch zum Fliegen. Ich werde auf alle Fälle die Marke Gravity im Radar behalten. Also ist sicher interessant, das weiter zu verfolgen. Und deswegen kann ich empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, beim Händler eures Vertrauens oder direkt beim Paroshop, geht problemlos, die schicken euch den Schirm auch. Deswegen auch vielen Dank an das Team, war super, danke ans T-Shirt, schon das zweite, genial, vielen Dank, trage ich sehr, sehr gerne, schaut auch gut aus, danke. Könnt ihr euch an den Paroshop melden, die werden euch sicher den Schirm auch zukommen lassen,
wenn euch den Schirm interessiert. Ist sicher sehr interessant. Nicht nur preislich, sondern für den einen oder anderen, ich habe es ja eben im Video gesagt, für wem der Schirm interessant sein könnte. Selber fliegen ist immer noch, das Beste. Auch um wem zitieren zu können, der es auch immer wieder sagt, und dem kann ich nur beipflichten, im der Hannes, der Papisch Hannes vom Vieh, sagt, selber testen, selber fliegen. Kann ich, egal welche Marke, das gilt für ihn, sein eigenes Urteil. Man muss selber mit dem Schirm fliegen einmal, um sich ein, am besten mehrmals, nicht nur einmals und unter verschiedenen Bedingungen, denn wenn es ein super Flugtag ist und der Klavier oben bleibt, ist jeder Gleitschirm geil. Es ist einfach so. Und sich da nicht täuschen lassen, also man sollte auch bei verschiedenen Bedingungen, verschiedener Thermik, Windstärken, einmal Säuring, wenn es geht, also da wirklich einmal schauen, wie so ein Fliegeralltag ist. Ihr fliegt ja nicht immer bei den gleichen Wetterbedingungen. Nehme ich einmal an. Ne? Nun, da wären wir eigentlich schon, da möchte ich übergehen, weil das passt jetzt dazu. Ein bisschen was in persönlicher Sache. Ich wurde jetzt über den Sommer ein paar Mal angesprochen, das habe ich recht interessant gefunden. Du Fredo, was hältst du über das eine oder andere, was ist deine Meinung über dieses oder jenes Fliegerthema? Es gibt immer wieder ein paar so Sachen, die poppen da übers Jahr auf, so an Themen, was gerade aktuell ist. Und die meisten, die mich erkennen, die wissen, dass ich schon in der Szene schon sehr, sehr lange dabei bin. Und bis auf Schirmkonstruktion und Schirmentwicklung, jetzt kann man sagen, eigentlich fast alles gemacht habe. Ja. Und immer noch gewisse Sachen noch tätig bin. Und da werde ich immer wieder mal gefragt, was hältst du davon? Ja? Und da würde ich euch fragen, würde euch das interessieren, hier im Rahmen des Videoblogs gewisse Themen anzusprechen? Muss aber vorweg auch sagen, das wären dann im Prinzip Labervideos, im Prinzip so in der Art, wie jetzt diese An- und Abmoderation, die ich da in diese Videos mache. Die könnte man dann natürlich wesentlich aufwendiger machen und dass es schon Richtung Doku geht oder in der Richtung hin. Aber bitte verzeiht mir, da wäre mir der Aufwand dann ein bisschen zu groß, also neben der anderen Filmtätigkeit, die ich da mache. Weil glaubt mir, auch diese Videos, obwohl die sehr einfach gemacht sind, jeder, der auch selber Videos macht, weiß das, da steckt irre viel Arbeit und vor allem viel Zeit dahinter. Da steckt viel, viel Zeit dahinter. Das mache ich wirklich sehr, sehr gern. Ich meine, ich kriege ja nichts davon, außer wird einmal ein T-Shirt. Ja. Noch einmal, danke. Ja. Aber immer wieder von, das freut mich natürlich auch irrsinnig, von den Leuten, aber ich kriege von keinem Hersteller was. Ja. Also geschenkt oder so irgendwas. Das verstehe ich auch, gerade in der jetzigen Situation, muss man verstehen. Es ist nicht so leicht und war auch schon vorher nicht so leicht, sprich der böse Virus. Ne? Würde euch das interessieren, da einfach so Labervideos zu machen über gewisse Themen, um nicht weit ins Hundertste, ins Tausendste zu kommen. Das würde sich über den Winter ja anbieten, weil Fliegen, also flugrelevante, also flugpraxisrelevante Themen, sind natürlich im Winter schwer machbar, also, oder bringen nicht allzu viel. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber nicht, da muss man irgendwelches allgemeine Thema nehmen. Da würde sich das ja sowas anbieten. Sag's mal Bescheid, schreibt's ihr unter dem Video. Generell, wie gesagt, würde mich freuen, um da zum Abschluss zu kommen, Daumen hoch zu lassen oder auch den Kanal zu abonnieren. Und an dieser Stelle, ich weiß, das ist gegenüber großen YouTuber lächerlich wenig, aber ich freue mich über jeden, der den Kanal abonniert. Das hilft mir natürlich. Ja. Und es freut mich auch, dass dieses Jahr einige dazu gekommen sind. Das ist wirklich toll. Das zeigt mir, dass auch einiges sich für diese Videos interessieren. Vor allem sehe ich das auch in den Zugriffszahlen. Also bei einigen Videos haben wir ihre Zugriffszahlen. Also kann er mit großen Kanälen durchaus zum Teil größere Kanäle durchaus mithalten, und das zeigt mir, dass doch die Arbeit ankommt. Deswegen freut mich jeder Daumen hoch natürlich da, das motiviert natürlich. Und wenn ihr das wertschätzt, ein Kanal-Abo würde mich wirklich freuen. Sei es jetzt natürlich meistens auf YouTube natürlich, da haben die meisten Zugriffe natürlich und die meiste, kann man sagen, Viewerzahl. Oder natürlich auch Vimeo, natürlich auch. Ich bin auf beiden Kanälen unterwegs.
jeder Kanal, also jeder wie man sagen, Videokanal hat seinen Vorteil, sei es Vimeo oder YouTube. Gibt auch andere auch noch, aber das sind halt die beiden, wo halt doch am meisten geschaut wird. Gut, denn schließen wir mal ab, sonst könnten wir noch morgen reden, sonst haben wir gleich das erste Laber-Video. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ihr nicht so draufsteht. Würde mich freuen, bis zum nächsten Mal. Ein Flugvideo, ein Vorstellungsvideo habe ich noch über einen sehr, sehr interessanten Schirm. Den gibt's, also die Marke gibt es auch, eine neue Marke ist es zwar nicht wirklich, aber im europäischen Raum eher unbekannt. Das möchte ich euch noch vorstellen. Den muss ich noch machen, den bin ich auch Spätsommer, Herbst damit geflogen mit dem Schirm, war sehr interessant. Und da wird sicher auch von dieser Marke, ich sag nur, großer Künstler, weltbekannter Künstler, hängt in einem großen Museum und ein Universalgenie. So manche unter euch, der auch meinen Facebook-Kanal verfolgt, wird schon wissen, was ich anspreche. Da ist auch was sehr, sehr, sehr Interessantes und das kommt auch noch. Ich hoffe, dass die Pause halt nicht so lang wird. Jetzt, weil ich habe noch zwei, drei andere Sachen abzuarbeiten, die auch bezahlt sind. Das gibt's ja. Zwar nicht viel, aber doch. Gut, Leute, hat mich gefreut, euch hier wieder zu sehen und bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.